Ja. Also ich habe natürlich super gelackt im Draft. Ich war rot mit nix. Dann kam natürlich erstmal schwarz-grün, rote Karte und noch mehr davon. Zweiten Booster mache ich mir Lacker auf, den Broodmate Dragon. Ja, so macht man's. Krieg unendlich Removal geschoben. Es geht ja noch weiter. Ich habe Triple Blightning, aber spiele nur zwei. Noch mehr Removal und Drops und Removal und Teasing Iguaga und Bone Sprinter und Leider ist es Fix nicht so toll, aber mit zwei Ländern, einem Land und diesen Obelisten geht das schon. Aber man gewinnt ja sowieso nie in diesem Spiel, weil man zieht die Rares nicht, ja. Und das Spiel kotzt unendlich an, man kann unendlich stallen, man gerät immer den anderen aus, aber der Gegner macht Realm Razor, alle Länder sind tot. Zweites Spiel, ja, Infest auf der ganzen Board, nee, Siegel, oh, ich rät alles, dann Realm Razor, wieder alles tot. Super behindert, sag ich euch. Das macht überhaupt keinen Spaß, aber ich spiele trotzdem gerne Magic. Ich habe ja erwähnt, ich habe zwei Blindings im Deck. Aber die Karte ist ja so semi-toll, finden die meisten. Aber wenn ich Turn 1 eine Kreatur lege, was ich nie mache, aber Turn 2 3 Einser trampel und dann Blightning hinterher setze, dann gewinne ich ja meistens gegen jeden Deck. Außerdem ist gut gegen Kontrolle. So, dieses eine Spiel zum Beispiel habe ich gewonnen. Mit 2 Drop, Blightning in dein Gesicht, Discard, Blightning in dein Gesicht, Discard. Kreatur, die meinen Goblin-Tokens halt plus 0 gibt, Angriff. Dann Kreatur nachgelegt, erase mich. Ich greife ihn dann auf 3 und dann noch Thunder ins Gesicht. Der hat 9 Direktschaden und er hat 4 Karten verloren. So spielt Matt, macht Magic Spaß. Quizfrage: Welche Rare in diesem Format bringt für 6 Mana 9 Power auf den Tisch? Der Well.